Hallo, Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Fliegenknacker aus dem rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier wieder mal in den Lieblingsschaukelstuhl meiner Frau und schaukle mich so hin, denn ich brauche dringend Beruhigung. Es ist Montag und wow, ist das für ein Montag. Ja, Zahlen und Fakten. Der Schnuffi ist da. Hallo? Gesundheit. Das ist unser Ritual. Es ist Montag. Ich suche Verzeihung. Der 27.04. Hey, bald ist Mai. Und heuer brauchen nicht viele in die Mehrandachten gehen. Schau, schau. Durchgeführte Testungen 232.537 Kranke inklusive Spital 2.328 Verstorbene 549 Spital inklusive Intensiv 579. Ja, also letzte Nacht, da muss ich jetzt dazu sagen, seit meine Frau ein Kind geboren hat oder geboren wurde oder gebar oder verbohrt hat, wenn der Nino sagen würde, die Agnes hat ein Kind gebohrt, ist es so, dass sie in der Nacht eine Fliege husten hört und sofort wach ist. Das ist sehr positiv. Denn da gibt es durchaus die Chance, dass wenn jetzt ein Kind weint oder sonst irgendwie Lärm macht, sie bereits auf dem Weg nach oben ist, während ich noch gerade wach werde. Das ist sehr praktisch. Das war auch letzte Nacht so. Leider ist es dann so, dass ich dann doch auch immer so weit wach werde, dass ich erst nicht mehr weiter schlafen kann, was zur Folge hat, dass wir beide sehr müde sind. Und heute sind wir wieder mal wieder müde. Es hat noch keiner auf mein Quiz geantwortet. Das finde ich sehr schade. Es gibt was zu gewinnen. Vergesst das nicht. Ja. Entsprechend mit Faden auch sind wir heute überraschenderweise erst gegen 7 Uhr aus dem Bett gekrochen. Normalerweise ist es 5.15 Uhr. Und träge hat der Tag begonnen. Wir haben wieder Toast mit Alsan und Kresse gefrühstückt und hatten auch keine Hemmungen, die Pizza zu verschlingen, die noch am Tisch gelegen ist. Eine Pizza. Zum Frühstück. Ja, warum nicht? Pizza kann man immer essen, habe ich gehört. Und dann hat sich meine Frau bereit erklärt zu kochen und sie war so nett zu sagen, okay, ich liebe dich, Daniel, ich mache für dich Rotkraut ohne Zucker. War sehr nett und es war überraschend lecker. Also, Rotkraut ohne Zucker, echt gut. Dazu hat sie gute Knödel gemacht. Ich schätze mal, das waren Semmelknödel, ich habe sie nicht so genau betrachtet. Ja, das war das Essen. Davor hat sich's aber abgespielt. Schulübungen, Kundentelefonate, überraschend. Dann habe ich ganz vergessen, dass ich heute einen Termin in der Werkstatt hatte. Bin gleich mit meinen 6 Jahre alten, nicht 4 alten Jahren, Lodgy, in die Werkstatt Engelmann gefahren. Und schwere Mängel, kein Pickel, Bremsleitung kaputt, Gummiwutzi ist kaputt. Tatja, naja, macht nicht. 6 Jahre ist er gefahren. Und das lassen wir jetzt auch reparieren. Jetzt ist aber die Frage, lasst man es reparieren, dann muss man wieder Winterreifen kaufen. Das sind jetzt wieder 500 Euro, bis bei der von einem Auto. Muss man sich überlegen, muss man drüber nachdenken. Schauen wir mal. Ja, bin dann wieder nach Hause gestoßen, habe wieder computermäßig weitergemacht und eigentlich hatte ich heute vor, den Traktor mit den Mähbalken so weit zu reparieren, also die Mähbalken speziell, dass ich mähen kann. Ist aber nicht so einfach, denn wenn ich jetzt ernsthaft mähen will, muss ich zuerst um den Gemüsegarten den neuen Zaun machen. Denn wenn ich mähen möchte, dann muss ich das Tor zur Koppel vom Busparkplatz aufmachen und ich muss das Tor zum Reitplatz aufmachen. Denn vom Reitplatz möchte ich die alten Holzstämme wegbringen, damit ich mit dem Balkenmäher dort besser mähen kann. Oder überhaupt mähen kann und nicht nur mit der Motorsäge. Mal versuchen. So, damit das aber möglich ist, muss ich zuerst die Gabel an den Traktor geben, an den großen Traktor. Um die Gabel an den großen Traktor zu geben, muss ich die Schaufel runtergeben. Bevor ich die Schaufel runtergebe, möchte ich aber die Erde für den Bereich neben der Terrasse rechts holen. Oh, es geht eines ins andere. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe es heute mit Mühe und Not geschafft, ins Lagerhaus zu fahren und diese Ersatzteile für diesen Balkenmäher zu kaufen. Und gerade noch geschafft, die an den Balkenmäher ranzumieten, weil daneben ist mein Vater gestanden und hat permanent gelabert und gesagt, dass nicht alles nicht stimmt und falsch ist. Und das, obwohl das eh schon eine Arbeit ist, die echt nervt. Also wenn du zu faul bist, das Messer aus dem Balkenmäher auszubauen, um das anzunieten, dann ist das eine echte nervige Geschichte. Da bist du, wenn du 3 Messer annietest, schon fast an dem Punkt, wo du sagst, scheiße drauf, jetzt tausche ich es wirklich. Aber das ist auch in der Aufwand. Es war nicht einfach. Ja, ich habe es aber dann tatsächlich geschafft.
Und dann weiß ich jetzt, wo die Skater sind. Die Skater sind nämlich nicht am Skaterplatz, der ist ja abgesperrt. Die Skater sind jetzt bei uns beim Rückhaltebecken und tummeln sich dort fleißig in der Mulde, in der neu asphaltierten Straße und in dem Kirschnerwaldbach, der eigentlich der Grillenbach ist, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Jetzt ist die Frage, wird das ein Thema für uns werden? Denn dieser Grillenbach geht ja durch unser Grundstück und wenn die jetzt in den Bach fortschreiten, dann sind sie bei uns auf der Koppel, was auch nicht so toll ist. Das werden wir erst sehen. Und es gibt das Neue, es gibt ca. 350.000 Millionen Fliegen. Ja, bei uns im Haus. Unglaublich, von einem Tag, klick, gestern waren es zwei, heute sind es 350 Millionen. Das ist eine Inflation, oder? Bist du fertig? Und ich habe wieder mal festgestellt, wie sinnlos die Fliegenfänger von der Firma Vandal sind. Also die kannst du im Prinzip nehmen und dir den Hintern damit zukleben, weil Fliegen kleben da praktisch nicht drauf. Also wir haben die heute aufgehängt und es sind inzwischen 1, 2, 3 Fliegen an 20 Fliegenfängern und 500.000 Fliegen fliegen jetzt noch, sie haben sich vermehrt, ja richtig, fliegen jetzt noch so durch die Gegend. Wahnsinn. Kinder waren heute überwiegend ignorant, das ist wahrscheinlich, das liegt am zunehmenden Mond. Also beim Neumond sind sie untragbar, beim zunehmenden Neumond sind sie ignorant, bei Vollmond sind sie hyper und beim abnehmenden Mond sind sie arrogant. So kann man das irgendwie zusammenfallen. Und meine Stieftochter hat ein neues Handy. Ja, die hat nämlich ihr Handy jetzt schon über ein Jahr gehabt und jetzt war der Speicher voll und da hat ihr der Papa ein neues gekauft. Finde ich ursuper, urpraktisch ist das. Ja, finde ich toll. Ja, das wird wieder ein Theater, wenn die zurückkommt und das Handy wieder nicht verwenden kann. Jui, so, was gibt sonst Neues? Nicht viel. Morgen gibt es hoffentlich nochmal Rotkraut. Meine Frau hat, glaube ich, 35 Knödel gemacht, von denen noch 7 da sind oder so. 50 Knödel gemacht. Und ich muss sagen, es gibt inzwischen schon wieder 2 Flipper, die ich will. Und das Geld reicht nicht mehr. Das Geld ist aus. Ja. Und der eine, irgendwie wollte ich den gar nicht. Andererseits ist es jetzt irgendwie so ins Interesse gekommen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir den kaufen. Aber 4.000 Euro für einen 30 Jahre alten Flipper ist auch viel, oder? Aber es gibt ihn so selten. Die haben nur 800 irgendwas gebaut. Tja, schauen wir da. Und heute war ein Kunde da. Ja, ein Kunde war da. Und von dem wissen wir alle, dass er getestet ist und das Corona-Dingsbums hatte und immun ist und das nicht übertragen kann. Und da habe ich gesagt, ja, schau dir mal das, während ich seinen Computer geschraubt habe, gesagt, ja, geh rauf, schau dir mal die Lego-Geschichten an und die Flipper. Und er ist mit strahlenden Augen zurückgekommen. Oh, das ist ja meine ganze Kindheit, Lego und Flipper, Das hat Potenzial, das Kinderkram, sage ich euch. Das hat Potenzial. Das wird schon. Werden wir schon machen. Tja, ansonsten, ich habe noch nichts genascht heute. Nö, nicht mehr Kakao. Nichts genascht, mache ich dann später. Vorher werde ich noch eine Riesenportion Knödel mit Rotkraut essen. Das duftet dann so schön. Und dann werde ich traurig werden, denn meine Frau hat morgen Dienst und sie ist wieder 25 Stunden unterwegs. Also mehr als 26, fast 27 Stunden ist sie da unterwegs. Katastrophe. Und das heißt, morgen müsste ich eigentlich wieder diesen Lego-Haufen weiter sortieren für Flippersteins Geschichten. Das Problem ist, ich habe überhaupt kein Thema. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mal ein Flipperstein Schmatz sortiert Lego und schweigt mache, dass ich nichts sage beim Lego-Sortieren. Wäre doch mal was Neues, oder? Das Video geht dann eh mitten im Sommer online, da hat eh keiner Lust zuzuhören, da sollen sie nur zuschauen. Das werden wir mal so ausprobieren. Tja! Ansonsten bin ich ganz wucki und hätte heute gerne eigentlich den ganzen Tag weiter dieses alte Büro gemacht und diese Museumsgeschichte. Bin aber halt null dazugekommen, wegen Kundengeschichten und Auto und Mähbalken und Kinder und Karl und Zach ist es alles, Zach. Und Holz schneiden hätte man auch sollen. Und ich bin sehr irritiert durch diese vielen Fliegen gerade. Wir bräuchten eine Schwalbe im Haus. Ich würde mich freuen über Tipps, wie man wirklich was gegen Fliegen tut. Ein Anti-Fliegen-Spray. Auf homöopathischer Ebene. So ein Tropfen Urin auf 50.000 Liter Wasser und das
im Haus einnebeln und dann werden alle Fliegen verrückt und fliegen Vollgas gegen die Fensterscheibe und sind tot. Sowas bräuchte man. Oder noch besser, sie fliegen in das Maul des hechelnden Hundes, dann bräuchte man den Hund nicht füttern und die Fliegen wären weg. Das wäre ja unpraktisch. Das machen wir. Vielleicht gibt es da ein Virus dafür. Ja, ansonsten, ich habe kein Lego gebaut heute, das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Und ich sehe extrem schlecht. Also ich, immer wenn ich sehr müde werde, auf lange Sicht, dann sehe ich noch schlechter. Und da hilft dann auch die vor einem halben Jahr mir verpasste Brille nicht wirklich. Und das ist dann schon sehr frustrierend. Dann lebe ich irgendwie so in einer virtuellen Welt, nehme alles nur so halb wahr, dreidimensional verzerrt und denke mir, ich könnte mir vorstellen, so ist es, wenn man auf Drogen ist. Aber ich weiß es nicht, denn ich war nie auf Drogen. Damit kann ich da nicht mitreden. Ich war nicht mal ernsthaft besoffen. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja schon wieder mehr als nur ausreichend hier. Ich werde mich dann zu meiner hübschen Frau aufs Sofa werfen. Jetzt schauen, was die schon wieder in ihr Händen, in ihr Notebook hineintippt. Ganz viele Sachen tippt die auf ihr Notebook. Na wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr esst was Gutes, Leckeres und ihr seid nicht so dick und könnt euch das leisten, was Gutes, Leckeres zu essen. Ich wünsche euch das mal. Und sag bis später, bis dann, bis irgendwann drüben auf Instagram oder noch viel später da drüben im Eitle Kinderkram.